Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Legend of Grimrock. Dieses Projekt war schon tot eigentlich, weil ich hatte einen ganz schlimmen Festplattencrash und habe alles verloren an vielen Parts, die ich schon aufgenommen hatte. Jetzt habe ich es aber tatsächlich geschafft, mit einem Recovery-Tool diese alten Parts wiederherzustellen. Und deswegen wollte ich die euch nicht vorenthalten. Deswegen kommen jetzt die alten Parts von Legend of Grimrock noch nacheinander online, dass auch dieses Let's Play beendet werden kann. Ich hatte viel Spaß mit diesem Spiel noch. Da kommen noch gemeine Monster, gemeine Fallen und alles, was dazugehört. Und ich wünsche auch dir weiterhin Spaß mit dem Projekt. Ich hoffe, dass es noch Zuschauer hat nach so einer langen Pause. Aber es lohnt sich, weiter zu gucken. Dann sage ich viel Spaß mit den alten Parts von Legend of Grimrock. Ich habe heute leider nur ganz wenig Zeit, wollte aber trotzdem für euch noch ein paar Parts Grimrock aufnehmen. Deswegen sieht es im Hintergrund ein bisschen chaotisch aus und deswegen bin ich auch heute total unrasiert. Aber naja, wenn man längere Zeit in so einem Dungeon verbringt, dann hat man natürlich auch keine Zeit, sich zu rasieren, das ist klar. Also so wie ich jetzt dann aussehe, das ist quasi nur, damit eine bessere Identifikation da ist von mir auf die Umwelt, auf den Dungeon und auf die Charaktere. Deswegen lasst euch davon bitte nicht stören. Ich mache mein Facecam-Bild auch sofort wieder klein. Und es ist sowieso wichtiger, das Spiel zu sehen. Wir sind immer noch in Level 5 Hallways eigentlich. Sind aber gerade schon in Level 6 quasi reingefallen, entrapped. Aber gehen nochmal hoch nach Hallways. So, da geht uns auch schon wieder die Fackel aus. Ist auch absolut nichts Ungewöhnliches. Da drüben hat es noch eine, aber da müssen wir erst rüber. Zum Glück hat unser guter Kontar Stone Skull noch einiges an Vorrat dabei. Und jetzt heißt es einfach schnell sein. Lauf! Oh nein! Okay, wir probieren es nochmal. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Da muss ich nur zusammenreißen und einfach schnell rennen. Und möglichst in die richtige Richtung. Ich bin wieder zu spät losgekommen. Lauf. Ja! Puh, einfach kurz Luft anhalten und dann durchziehen. Und dann schafft man es da auch rüber. Da haben wir auch schon wieder die nächste Krabbe. So, jetzt ist mir gerade komischweise das Spiel abgestürzt. Naja, besser als wir wären hier nochmal abgestürzt. Hier ist nochmal eine Krabbe. Das Gute hier ist, dass man zur Not hier zumachen kann, wenn sie einem zu nahe kommt. Muss man aufpassen, dass das Tor nicht aus Versehen abschießt. Aber auf die Art und Weise kann man zumachen, während die noch ein Delay haben, also noch nicht wieder angreifen können. Und das ist doch sehr, sehr praktisch. Ja, das ist richtig cool. Aber der ist ja doch schon wieder gut Schaden genommen. Sind die Fackel schon wieder aus? Ja, das wollen wir mal Magier nach vorne stellen. Die hält aber auch wieder gut aus heute. Ich habe doch die Fackel gerade schon ausgetauscht. Oder nicht? So. Ach so, das war bevor es abgestürzt ist. Dann habe ich nochmal geladen, wieder mal rübergerannt. Oh nein!
Double KO. Nicht so toll, ehrlich gesagt. Hätten wir doch lieber den Trank genommen. Waren uns wieder zu fein dazu. Was ist hier? Nochmal Falltüren. Jetzt hatte ich nicht unbedingt vor, den gleichen Weg nochmal zurückzugehen. Wir speichern hier nochmal. Es gibt ein Leben nach den Fallgruben. It's quiet. Too quiet. Sieht mir verdächtig nach Falle aus hier, ganz ehrlich. Ah, wie das war doch so klar, das wird so ein typischer Fallenraum. Und ich habe nur so eine Megakacke. Und kann man jetzt speichern in dem Augenblick? Ich speichere unter Fuck! Das Problem ist. So. Das ist jetzt nur noch. Nee, hier ist noch so ein dummes Viech. Das ist mir eigentlich relativ egal. Die Krabbe macht mir deutlich größere Sorgen. Dumme Viech, echt. Dass der halt schnurstracks kommt. Ich meine, eigentlich ist es ja so, dass die Monster einfach auch nur Hunger haben. Aber die sollen sich was anderes zu essen suchen. Scheiße, ich dachte, sie läuft weiter und. Wenn den Heiltrank nicht jetzt, wann dann? So, Krabbe, jetzt gibt es nur noch dich und mich. Dramatik pur. Komm, komm, komm! Komm, Baby. Ich hab gerade gedacht, warum kann ich hier nicht angreifen? Naja, auf den Grund sollte ich selber kommen. Gerade schon sagen, sie weiß nicht, wo wir sind. Oh nein! Jetzt hat sie von der Flanke meinen Magier erwischt. Naja, Konta und Jessica schaffen das schon auch allein. Eigentlich ist es hier gar kein Problem, weil uns die Säule normalerweise Schutz gibt. Null. Up, oder was? Critical 25. Jetzt sollten wir uns das öfters. Oh, der Bogen war geil. Bogen, du hast uns das Leben gerettet. Ich danke dir von Herzen. Auf jeden Fall in diesem Part nicht zu wenig Schockmomente. Naja, sag ich jetzt, wir wissen nicht, was alles noch kommt. Jetzt hat hier schon wieder viel zu viel Zeug dabei. Ich guck mir den gerade nochmal an, diesen Bogen. Jetzt mache ich ihn das Schaden mit dem. Attack Power 12, Speed 12, Attack Power 20, Speed 9, 21, 2 Schaden für die Pfeile, 28. Hat Attack Power 10, Attack Power 5. Ich hau jetzt einmal die Messer mal weg. Man kann nicht immer alles mitnehmen. Ich
Ich will meine Pfeile wieder. 7 Stück alle auf einem Fleck. Habe ich die einfach, habe ich die wahrscheinlich gar nicht alle verschossen, sondern auszusehen im Eifer des Gefechtes hier unten aus der Battle-Leiste gezogen. Das kann natürlich auch sein. Okay, wir haben den Schlüssel. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Scheint mir nicht so auszusehen. Schon eine Fackel. Können wir ersetzen wir mal wieder durch, ne? Durch eine Halle. So, ich brauche meine beiden Leute wieder. Aber wenn wir jetzt hier in diesem Bereich wirklich fertig sind, dann ist der blaue Gem ja auch nicht weit. Ich meine, hier ist nichts mehr. Nee. Okay, ich habe immer irgendwie das Problem, dass ich nicht so gerne Gegner zurücklasse, aber was soll's, man kann ja nicht alles mitnehmen. Aber wie komme ich jetzt wieder? Wieder von hier weg. Ach so, ja klar, indem man was hinlegt. Na gut, dann findet sich derjenige, der als nächstes hier eingesperrt ist, eben, dann findet er hier ein schönes Messer. Warum nicht? Ich glaube, dass der Schalter nur entscheidet. Naja. Es entscheidet nur, in welcher Reihenfolge das hier die Falldinger anfangen. Ich habe gerade was gesehen. Ich meinte nicht das. Das war natürlich Absicht. Vielleicht können wir dann so ausweichen und erst nochmal zum Gem gehen. Vielleicht können wir uns da irgendwie drum rumtänzeln. Das müsste, glaube ich, gehen. Ja, kommt ruhig. Dämlich, ehrlich. Da liegt nämlich noch hier ein Item an der Wand, habe ich gerade gesehen. Wo kommen denn die auf einmal her? Ich wollte hier zum Gem. Scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Es ist zum Glück noch einer. Warum trifft er denn nicht? Konnte reißt er noch zu zusammen. Naja, wohin jetzt, hä? Guckt euch diese Schweine an. Freunde, das gibt's doch nicht. So, jetzt können sie kommen. Jetzt ist mir's egal. Puh, schön, euch wieder bei den Lebenden zu haben. Schade. Hat das nicht geklappt.
Mann, letzter Zeit treffen die Zauber irgendwie nicht mehr so wirklich. Natürlich blöd. So, haben wir alle wieder. Okay, jetzt war hier nämlich noch ein. Ach, guck mal, das sind andere noch hier. Die wir hier ausgetänzelt hatten. Ah, okay. Schnell, die Jessica hat Hunger. Vielleicht haben wir noch was für sie da, was ihr auch schmeckt. Ja, komm, Pilz. Iss. Jessica, iss. Und jetzt holen wir doch gerade nochmal hier, bevor wir weitergehen mit dem Schlüssel, holen wir doch gerade hier nochmal dieses Item, was da noch rumlag. Das sollten wir ja eigentlich auch rankommen. Jetzt fängt es wieder auf der falschen Seite an. Laufe ich in so langsam. Ah, es war schon wieder zu spät losgegangen. Ach, wie komme ich denn da hin? Da komme ich gar nicht hin, so ohne weiteres. Was lag denn da noch? Wie komme ich da hin? Vielleicht. Nee. Was ist denn das hier? Es gibt ja auch immer nur einen Weg, den man auch wirklich gehen kann. Weil die da hinten geht ja definitiv nicht zu. Das ist halt die Frage, wenn wir diese Variante nehmen. Was dann passiert, ob wir dann dahin kommen, aber. Wenn es einfach nur rückwärts genau das gleiche ist, dann kommen wir da trotzdem nicht hin. Nee. Keine Chance. Also wenn jemand von euch da weiß, wie man da rankommt, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare reinhauen. Genauso wie dieses Rätsel mit der Holztür und der Eisentür. Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau im Moment. Weil Fakt ist ja, dass diese Klappe die ganze Zeit zu bleibt. Können wir nichts machen, oder vielleicht hat das was mit der Fackel zu tun, dass wir die rausnehmen müssen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Er ist auch schon am Verhungern. Wir haben hier noch einige Rätsel zu lösen in Level 5 Hallways. Die werden wir auch auf jeden Fall noch lösen. Wenn du da Ideen hast, schreib es in die Kommentare. Wir gehen jetzt aber schon mal runter in Level 6. Hier unten liegt auch übrigens noch eine Iron Armor, eine Ritterrüstung rum, die wir auch noch nicht geholt haben. Da müssen wir auch noch gucken, wie wir da rankommen. Dann eben noch das Rätsel mit den Statuen und der Eisentür. Dann noch das Rätsel mit der Holztür und noch das Rätsel mit der Falltür. Also es gibt da noch ein paar Rätsel, die wir dann noch nachholen müssen. Ich werde es noch mal kurz, ganz kurz unten reinspiegeln und schauen, was uns da erwartet. Alter! Also meiner Meinung nach war ich schon weg und habe trotzdem so viel Schaden genommen. Level 6, neuer Gegner. Und den machen wir platt. Allerdings erst im nächsten Part. Sei dabei, wenn wir den Koloss in die Knie zwingen. Bis gleich. Ciao. Mein Name ist Vuga. Ich bin ein Sammler. Ein Sammler auf der Suche nach wahrer Schönheit. Und bei euch bin ich fündig geworden, Schwester. Wie bitte? Ein komischer Typ verwandelt Leute in Gemälde? Du wolltest ihn aufhalten, aber hat dich erwischt, was? Ja. Verstehe. Schon toll, dass du den Mumm hast, dich so einem Typen in den Weg zu stellen. Du bist ja ein echter kleiner Held. Was ist denn da los? So ein Lärm. Willkommen im Schloss Hyrule. Danke, danke, Prinzessin. Du bist doch... Verzeih mir, doch könntest du mir deinen Namen nennen?